Herzlich willkommen zum Lacktausch. Ja, also, ich habe ja schon jetzt eine Weile mal das Thema Fanatec ruhen lassen, aber aus aktuellem Anlass und weil mich auch ein paar meiner Abonnenten anschrieben und darauf hinwiesen, dachte ich, schauen wir uns nochmal die Seite an. Und zwar haben wir hier aktuell doch einiges an Ebbe vorzuweisen im Shop. Schauen wir mal bei den Ready-to-Race-Bundles zum Beispiel. Aktuell nicht verfügbar, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Alles hier nicht verfügbar. Überall nur Vorbestellungen möglich. Dezember ausverkauft, also da sieht es gar nicht gut aus. November, Ende November. Ja, ihr seht schon, komplette Ebbe hier im Shop. Jetzt haben wir hier das Gran Turismo DD Pro, 5 Newtonmeter und 8 Newtonmeter. Die sind verfügbar, ansonsten nichts. Nichts von diesen Ready-to-Race-Bundles ist verfügbar, abgesehen von der GTDD Pro. Das ist ja schon mal sehr auffällig. Dann schauen wir hier mal in die Direct-Drive-Bases. Da sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Ich meine ja gut, die Clubsport DD Plus, die ist ja auch seither nur vorbestellbar und noch nicht lieferbar. Das ist ja auch mehr oder weniger so gedacht. Auch wenn der Verkauf jetzt im November starten sollte, mittlerweile Verfügbarkeit auch erst wieder kurz vor Weihnachten. Ähnlich verhält es sich mit der Clubsport DD, die ist auch sehr beliebt. Aber ansonsten sieht es hier ganz okay aus, da sind noch Sachen zu bekommen. Ja gut, die Standalone GTDD Pro, die ist auch ausverkauft. Da haben wir es wieder, ne? Das gute alte ausverkauft. Bei den Lenkrädern ist es besonders auffällig. Hier haben wir insgesamt 15 Lenkräder von, ich glaube, 54 Artikeln, die nicht mehr verfügbar sind, die also als ausverkauft markiert sind, nicht mal mit Angabe eines möglichen Lieferdatums in der Zukunft, nein, einfach ausverkauft. Sehr, sehr auffällig hier die komplette Podiumreihe des Porsche-Lenkrads. Komplett ausverkauft, sogar ohne Porsche-Lizenz, nur als Fanatec-Version, auch nicht mehr zu bekommen. Das ist schon irre, das Podium Lenkrad R300 ist auch nicht mehr zu bekommen. Wahnsinn. Also hier Clubsport auch, da ist auch schon ordentlich Ebbe. Ja, was heißt das? Wir scrollen hier mal noch weiter. Sogar so ein Exot wie das Podium Lenkrad Nesca, ja, ist auch nicht mehr erhältlich. Also Wahnsinn, das Klassik-Lenkrad, auch verkauft. Also da denke ich mir ja, ich meine, wie groß ist der Kundenkreis für dieses Lenkrad und auch fürs Nesca-Lenkrad? Also hierzulande würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, so viele Käufer wird es da jetzt nicht geben, aber komplett die Regale leergeräumt. Bei den Pedalen, die sehr beliebten Clubsport V3 auch ausverkauft, ja. Ich meine, zum Glück haben wir immer noch mit den CSL Elite Pedalen V2 eine sehr, sehr gute Alternative, die auch 100 Euro günstiger ist. Und ich habe schon öfter darauf hingewiesen, wenn ihr euch die Clubsport Pedals V3 kaufen wolltet, überlegt mal, ob das wirklich für euren Anwendungsbereich Sinn ergibt. Die haben zwar hier die Vibrationsmotoren hinter Gas und Bremse, die sind aber wirklich ein reines Gimmick. Also bei meinen Pedalen könnte ich nicht behaupten, dass ich da irgendetwas spüren würde von den Vibrationsmotoren. Und der große Nachteil dieser Pedale ist, dass man nur mit sehr hohem Aufwand das hier neu konfigurieren kann, sprich die Kupplung rausnehmen oder versetzen kann, um dann hier ein bisschen größeren Abstand herzustellen. In der Werkskonfiguration ist das so nicht vorgesehen, dass man das macht. Da könnt ihr bestenfalls die Metallplates, die ich ja übrigens auch am schicksten finde, das sind die hübschesten Pedalplates für diese Pedale, die könnt ihr hier in der Lochung eins nach links setzen, so habe ich das dann gemacht, das reicht mir auch vollkommen. Und ich habe auch insgesamt die Pedale einfach ein bisschen weiter links angeschraubt am Rig. Dann sitzt man da einigermaßen gerade und kann die gut bedienen. Das hat mir schon gereicht. Ich wollte das hier nicht komplett auseinandernehmen und da gegebenenfalls Kabel beschädigen oder ähnliches verhunzen. Deswegen habe ich mir das gespart. Ja, aber zurück zu den Pedalen.
Also überlegt euch, das hier ist eigentlich eine sehr wertige Alternative, 100 Euro günstiger, und ihr könnt die Pedale frei nach Belieben anordnen. Ihr könnt die Kupplung komplett weglassen und die Bremse ganz nach links setzen. Dann habt ihr da eine sehr bequeme Position für die Pedale, gerade für einen Formel 1 Sport sehr interessant, das so zu machen. Ja, ist eine gute Alternative. Also hier ist man nicht ganz aufgeschmissen im Bereich Pedale. Wenn man da was Gutes sucht, kann man immerhin auf die V2 zugreifen. Ja, auch hier nur Vorbestellungen möglich. Vorbestellungen möglich sind also auch vergriffen momentan. Ja, was könnte die Ursache sein? Schauen wir nochmal beim QR2, bevor wir hier auf die Ursache gehen. Ja, auch hier vergriffen. Wahnsinn, das Set ist vergriffen und hier der Triple Pack ist auch vergriffen. Also, das ist schon irre, da scheint das Lagerhaus komplett leer zu sein. Dann sollten doch jetzt die Logistikprobleme sich doch auch weitgehend vielleicht erledigt haben, weil mit leerem Lagerhaus weiß ich gar nicht, was die Leute da überhaupt noch zu tun haben. Ja, sollen wir jetzt mal spekulieren oder was? Vielleicht will man ja schon wieder den Logistiker wechseln und hat deswegen das Lagerhaus leer geräumt. Vielleicht läuft der Abverkauf auch einfach so dermaßen gut, dass man mit der Produktion nicht nachkommt. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es grundsätzlich globale Lieferengpässe oder Logistikkettenprobleme geben würde. Da scheint Fanatec sein ganz eigenes Problem zu haben und wie so oft gehe ich davon aus, dass das hausgemacht ist. Vielleicht hält man jetzt auch einfach Produkte zurück für den Black Friday, damit man dafür noch genug Lagerbestand hat. Aber ehrlich, wenn man hier ohne Ende Produkte unrabattiert verkaufen kann, wüsste ich nicht, warum man die zurückhalten sollte, um sie dann beim Black Friday rabattiert zu verkaufen. Es sei denn, das ist jetzt reiner Kundenservice, aber dafür war Fanatec in den letzten Monaten ja jetzt nicht so wirklich bekannt. Ja, keine Ahnung. Was denkt ihr darüber, was hier so passiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und das war's eigentlich von mir hier zu dem Thema. Ich bin einigermaßen ratlos, also mir fällt da nicht allzu viel zu ein, warum jetzt hier alle Artikel ausverkauft sind. Man kann es als gutes Zeichen sehen, dass bei Fanatec der Verkauf einfach so unfassbar gut läuft, dass da eben jetzt die Lagerhäuser leergefegt sind. Auf der anderen Seite kann man sagen, ist vielleicht auch ein schlechtes Zeichen, weil sie mit der Produktion nicht nachkommen. Ich weiß nicht so richtig, wo ich das einordnen soll hier, die Verhältnisse im Webshop. Und es kommt ja hoffentlich bald ein neuer Webshop. Thomas Jackermeier hat das ja schon angekündigt auf der ADAC Expo, dass sie daran arbeiten, den Webshop komplett neu aufzustellen. Da dürfen wir also äußerst gespannt sein. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das wird dann deutlich besser. Bleiben wir optimistisch und damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss.